Die Wäsche zu machen ist heutzutage ja keine große Kunst mehr. Man klatscht einfach alles in die Waschmaschine, füllt diese noch mit Weichspüler und Waschmittel auf, drückt ein paar Knöpfe, wartet ein bisschen, nach dem Warten alles in den Trockner stecken und fertig ist das Ganze. Moderne Waschmaschinen sind halt echt leicht zu bedienen und bieten auch ein umfangreiches Waschprogramm. Sie sind heute so leistungsfähig, dass sie bereits bei 20, 30 oder auch bei 40 Grad Wäsche von hartnäckigen Flecken befreien. Doch spätestens wenn sich Verfärbungen auf den Klamotten abzeichnen oder die Maschine anfängt unangenehm zu riechen, überdenken viele ihre Gewohnheiten. Um diese ätzenden Faktoren loszuwerden, haben wir für euch ein paar Tricks, mit denen ihr sofort eure ganze Wäsche wegwaschen wollt, nur um zu sehen, ob diese Tricks auch wirklich funktionieren. In diesem Sinne geht's jetzt los. Nummer 1. Tennisball statt Trocknertuch. Trocknerkugeln und Trocknertücher sollen dabei helfen, die Wäsche im Trockner schneller trocken zu bekommen und statische Aufladungen zu verhindern. Genauso gut klappt das allerdings mit in Alufolie eingewickelten Tennisbällen. Auch wenn ihr Daunendecken und Kopfkissen trocknen wollt, wirken Tennisbälle in der Trommel Wunder und verhindern, dass die flauschige Füllung verklumpt. Denkt nur daran, saubere Tennisbälle zu benutzen, sonst könnte eure Wäsche nicht ganz so sauber werden, wie ihr es gerne hättet. Nummer 2. Nie wieder verlorene Socken. Eines der größten Rätsel unserer Zeit konnte bis heute nicht entschlüsselt werden. Wo zum Geier ist die andere Socke? Damit ihr euch in Zukunft nicht mehr darüber den Kopf zerbrechen müsst, warum eure Socken verschwinden oder ob sie jemals wieder auftauchen werden, könnt ihr bei jeder Wäsche eure Socken einfach in einen extra Wäschesack packen. So bleiben die Socken auch da, wo ihr sie gelassen habt. Sollten trotz dieser Methode eure Socken weiterhin verschwinden, dann habt ihr wahrscheinlich einen Kobold in der Waschmaschine, der eure Socken klaut. Wir empfehlen einen Kammerjäger. Nummer 3. Keine Haare vom Tier. Diejenigen unter euch, die ein Haustier besitzen, werden sich früher oder später bereits mit diesem Problem auseinandergesetzt haben. Den Haaren. Sie fliegen im ganzen Haus und verteilen sich schön auf die Möbel, besonders gerne an eurer Kleidung. Da hilft auch oft die Waschmaschine nicht weiter. Unser Tipp: Feuchttücher. Steckt ein paar davon in eure Waschmaschine zu eurer fellbesetzten Kleidung und wartet ab. Während des Waschvorgangs bewegen sich die Tücher in der Maschine hin und her und genau darin liegt der Trick. Die Tücher nehmen die ganzen herumfliegenden Haare während des Waschgangs auf und halten diese bis nach der Wäsche fest. So könnt ihr eure frische Wäsche vor Tierhaaren retten. Aber ihr solltet trotz der Einfachheit ein paar Dinge beachten. Nehmt niemals ein Tuch zweimal, die Wirkung verfliegt nach der ersten Wäsche. Tücher mit Duft sollten auch vermieden werden. Eure Kleidung kann den Geruch nämlich ziemlich schnell aufnehmen. Am besten verwendet ihr antibakterielle Feuchttücher und nie mehr als 3 Stück pro Wäsche. Nummer 4. Zitronen- und Backpulver gegen gelbe Flecken. Eure weißen Hemden oder Blusen haben auch schon mal bessere Tage gesehen? Das kennen wir so ziemlich alle. Besonders die gelben Deo-Flecken unter den Achseln sind ziemlich unansehnlich. Doch deswegen muss das Kleidungsstück nicht gleich in die Altkleidersammlung. Eine Vorbehandlung mit einer Mischung aus Zitronensaft und Backpulver mit anschließender Wäsche lässt die Schweißflecken verschwinden und ihr könnt euch wieder unbesorgt recken und strecken. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.